Hallo und herzlich willkommen zu Matrixwissen. Mein Name ist Edgar aus dem Matrixwissen-Team und ich interviewe heute den Herrn Hassler zum Thema Reinkarnation. Wir betrachten das Thema aus mehreren Perspektiven. Zum einen interessiert uns die Wissenschaftlichkeit hinter der Reinkarnationstheorien, zum anderen natürlich auch philosophische Fragen und Beispiele und Geschichten aus diesem wissenschaftlichen Feld. Zunächst möchte ich euch aber auch den Herrn Hassler vorstellen. Dazu lese ich euch ein paar Dinge aus seinem Werdegang vor. Herr Hassler ist jetzt 83 Jahre alt, in Frankfurt am Main geboren, hat dort Abitur gemacht und ist anschließend nach Darmstadt auf die dortige Technische Hochschule gegangen, um Elektrotechnik zu studieren mit der Fachrichtung Nachrichtentechnik. Nach dem Diplom war er für 4,5 Jahre als Entwicklungsingenieur in München tätig, wo er seine Frau kennenlernte. Mit ihr zog er 1970 nach Erlangen, um dort bis zu seinem Vorruhestand im Jahre 1995 in der Forschung für medizinische Geräte zu arbeiten. Heute hat er 2 Töchter und 2 Enkelkinder. Für die Patenhilfsorganisation Plan International hat er in Erlangen eine Aktionsgruppe gegründet. Ab dem Jahre 2000 war seine Hauptbeschäftigung dann die Reinkarnationsforschung. Und da hat er auch eine Internetseite, die heißt www.reinkarnation.de. Und er hat auch 4 Fachbücher zu dem gleichen Thema. Herr Hassler, herzlich willkommen. Wie kam es denn dazu, dass Sie als Ingenieur sich einem solchen philosophischen Thema gewidmet haben? Nun, meine Eltern hatten mich in keine weltanschauliche Richtung vorgeprägt. Ich bin nie getauft worden. Ich musste mir meinen Glauben also selbst suchen. Ich muss gestehen, dass ich nicht wirklich gesucht habe. Etwas einfach nur zu glauben, ist einfach nicht mein Ding. Ich habe mir also nicht verschiedene Religionen angeschaut, sondern die Frage nach der Weltanschauung schleifen lassen, weil ich nicht wusste, wie ich zu einer rationalen Antwort kommen könnte. Da kam mir der sogenannte Zufall zur Hilfe. Ich stieß 1986 beim Besuch einer Buchhandlung auf die Reinkarnationsforschung von Professor Ian Stevenson. Die erkannte ich als einen gangbaren Weg, einen rationalen Zugang zu den ungelösten Menschheitsfragen zu finden. Nämlich, ob es ein Weiterleben nach dem Tod und ob es sogar so etwas wie Wiedergeburt geben könnte. Es vergingen noch einige Jahre, bis ich dann 2000 im Vorruhestand die Möglichkeit fand, mich intensiv mit diesem Thema zu befassen. Wer sind diese Forscher, auf die Sie sich bei der Dokumentation von spontaner Erinnerung beziehen und wie sind diese Forscher vorgegangen, um die Echtheit ihrer Daten zu verifizieren? Ja, wenn Sie erlauben, möchte ich den Zuschauern etwas zu Informationsquellen und zur Informationsbeschaffung sagen, bevor ich Ihre Fragen beantworte. Wenn Sie, verehrte Zuschauer, sich für das Thema Wiedergeburt oder auch mögliches Weiterleben nach dem Tod mehr als nur nebenbei interessieren, begnügen Sie sich nicht mit Informationen aus dem Internet, so interessant diese auch ist. Die umfassendste oder profundeste Information findet man in Fachbüchern. Keine Angst, diese Fachbücher lassen sich leicht lesen, man muss nicht studiert haben, um diese Fachbücher verstehen zu können. Und es gibt auch eine große Zahl von diesen Fachbüchern. Ich habe alleine zu Hause bei mir 1300 solcher Bücher stehen. Erst an zweiter Stelle kommen Informationsseiten im Internet. Deren Qualität ist sehr unterschiedlich. Ich betrachte die Internetinformation im Wesentlichen als eine Einstiegslektüre oder als eine ergänzende, durchaus aber auch bereichernde Illustration zur Information aus Büchern. Ich will Ihnen ein Beispiel geben zum Vergleich zwischen Internet und Fachbüchern. Meine Internetseite oder Homepage habe ich vollgepackt mit Informationen und dennoch ist das nur ein ganz kleiner Teil der 2000 Seiten, die meine 4 Bücher umfassen, die auf internationalen Fachbüchern basieren. Ich mache Ihnen ein Angebot, wie Sie sich in dieser verwirrenden Vielfalt von Büchern zurechtfinden können. Auf meiner Homepage finden Sie nicht nur meine eigenen Bücher, sondern eine ganz lange Liste von Fachbüchern anderer Autoren, die ich für wichtig erachte, und zwar getrennt nach Sprache Deutsch-Englisch, unterteilt in verschiedene Kategorien und jeweils mit einer Kurzbeschreibung versehen. Damit können Sie sich durch den Dschungel tasten. Die Bücher muss man übrigens nicht unbedingt kaufen. Etliche kann man auch nicht mehr kaufen, weil sie mittlerweile vergriffen sind. Man kann sie aber alle
in der lokalen Bücherei per Fernleihe ausleihen. Man kann auch viel Geld sparen, indem man Bücher im Internet antiquarisch erstellt. Ich habe das also oft getan, das funktioniert recht gut. Nun zu Ihrer Frage nach den Forschern und deren Untersuchungsmethodik. Also zunächst zu den Forschern. Nun, der Gründungsvater der Reinkarnationsforschung ist der Psychiater Professor Jan Stevenson von der University of Virginia. Die Reinkarnationsforschung, die er kreiert hat, bezieht sich im Wesentlichen auf die Erfahrungen, die man mit kleinen Kindern machen kann, die behaupten, sich an ihre früheren Leben erinnern zu können. Durch mein Literaturstudium weiß ich aber, dass es noch mindestens neben den Rückführungen noch weitere 7 Erfahrungsfelder gibt, aus denen ebenfalls also entweder nur Informationen über die Reinkarnation oder sogar Fallberichte herrühren. Dies ist aber bisher kein Gegenstand der Reinkarnationsforschung, das wird sozusagen gar nicht beachtet. Stevenson gab 1964 seine blendende Karriere als Psychiater auf, um 42 Jahre über solche Kinderfälle zu forschen. Bis heute sind circa knapp 3000 Fälle aus aller Welt zusammengekommen bei ihm. 370 hat er davon veröffentlicht. Und ich beurteile 80 davon als sehr, sehr reichhaltig und sehr gute Fälle. Es gibt eine ganze Reihe von Replikationen oder von Versuchswiederholungen, wo also andere Forscher das nachvollzogen haben, was Stevenson getan hat. Ich will hier nur mal die bedeutendsten mit dieser Folie ansprechen. Es sind 4 universitäre Forscher, also Professoren und ein Privatforscher. In der Mitte des Bildes habe ich eine Weltkarte angeordnet, auf der die Einsatzorte oder die Standorte dieser Forscher eingetragen sind. Fangen wir an, links unten mit dem ersten Privatforscher. Es ist Hernani Andrade, ein Manager und Bauingenieur aus Brasilien. Er hat ab Anfang der 60er Jahre, also auch zu Zeiten, als Stevenson anfing zu arbeiten, seinerseits 75 Fälle von solchen Kinderfällen zusammengetragen, von denen leider aber nur ganz wenige, soweit ich weiß, nur 2 ins Englische übertragen wurden. Die anderen sind also alle in der portugiesischen Sprache geblieben und daher nicht so bekannt. Aber der eine Fall, der sich ja von der über Jazeera geht, ist so interessant, dass ich ihn auf jeden Fall in mein erstes Buch übernommen habe. Es geht um einen Selbstmord im früheren Leben, um eine mediale Ankündigung für das nächste Leben, dann 11 richtige Aussagen und 13 stimmige Verhaltensmerkmale und auch eine körperliche Erinnerung. Kommen wir nun zur ersten Professorin dieser Replikatoren, also Versuchswiederholer. Es ist die Professor Antonia Mills, eine Schülerin von Stevenson. Sie ist in Kanada ansässig, sie ist Anthropologin und hat den Fall Tito Singh beigesteuert. Das ist ein ganz exzeptioneller Fall, den Sie auch in meinem ersten Band finden können. Dort sind immerhin 15 richtige Aussagen vorgekommen, und zwar vor dem Treffen der Familien, der früheren und der heutigen Familie. Dann sind es 25 richtige Aussagen gewesen nach dem Treffen der Familien. Dann hat dieser kleine Junge 10 Personen wiedererkannt. Er hat 6 Gegenstände oder Orte wiedererkannt. Er hat 3 Spitznamen gewusst. 3 Geburtsmale waren bei ihm stimmig. Und 12 Verhaltensweisen werden aufgeführt, die auch gepasst haben. Also eine ganz bemerkenswerte Sache. Ja, der einzige Europäer unter diesen Replikatoren ist der in Island ansässige Professor Erlendur Haraldsen. Er ist Sozialwissenschaftler und Psychologe. Er hat viel aus Sri Lanka berichtet und der Fall von Purnima ist also auch sehr, sehr gut, den habe ich auch übernommen. Immerhin 17 Aussagen waren richtig und die sind also vor dem Treffen der Familie entstanden, 12 richtige nach dem Treffen der Familie. Es wurden 3 Personen wiedererkannt und 6 Gegenstände. Und was in diesem Fall ganz wichtig ist, es ist ein sehr ausgeprägtes Muttermal, stimmig mit der früheren Todesursache. Ich will zuletzt noch eingehen oder kurz erwähnen, die Inderin Professor Satwant Pasricha ganz rechts oben,
Sie ist klinische Psychologin in Bangalore und hat ebenfalls Fälle beigesteuert. Der einzige Deutsche, allerdings ansässig in Tasmanien, ist der Professor Jürgen Keil, ein Psychologe, der also auch wiederum Fälle aus der Türkei und Libanon und so weiter herbeigeführt hat. Er ist übrigens der Einzige, der in dieser ganzen Reihe, der die Reinkarnationshypothese nicht unbedingt an die erste Stelle der Erklärungsmöglichkeiten rückt, sondern andere bevorzugt. Alle anderen sehen das durchaus anders. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, es gibt einen amerikanischen Journalisten, Tom Schroeder, der mit Stevenson mitgereist ist und ein Buch geschrieben hat, Old Souls. Er wollte damit die Methode von Stevenson kennenlernen und gucken, wie weit die sozusagen irgendwelche fraglichen Elemente enthält, aber er war recht überzeugt von dem, was Stevenson dann gemacht hat. Es gibt weitere Replikatoren, das ist also die Carol Bowman, eine amerikanische Reinkarnationsforscherin. Dann gibt es das englische Ehepaar Peter und Mary Harrison, die ein Buch geschrieben haben über solche Fälle. Dann gibt es den Holländer Titus Rivas mit einigen Fällen. Aktiv in dieser ganzen Forschung sind eigentlich nur noch der Jim Tucker, das ist der Nachfolger von Stevenson an der University of Virginia, und ein anderer amerikanischer Forscher namens Jim Matlock. Nur noch etwas zur Untersuchungsmethodik. Ja, die meisten der 3000 Fälle konnten leider nur nachrecherchiert werden, weil den Forschern die Informationen einfach nicht rechtzeitig gegeben werden konnte. Stevenson war auch Zeuge in 28 Fällen, aber erst nach dem ersten Treffen mit der früheren Familie. Stevenson unterscheidet auch Aussagen vor und nach dem Lösungsversuch, was sehr wichtig ist, weil bei diesen Besuchen kommt ja Zusatzinformationen ins Spiel. Das kann also normal erworbene Information, aber auch paranormales sein. Also zum Beispiel, wenn der kleine Junge mitreist und der in der früheren Familie dann sich befindet und dort eben Dinge wieder erinnert, die er bisher noch nicht gesagt hat. Die wären dann paranormal. Aber diese beiden Dinge darf man natürlich nicht mehr miteinander vermischen. Stevenson fand auch 33 Fälle mit schriftlichen Aufzeichnungen vor der Lösung bzw. dem Treffen der Familien, was dem Idealfall nahe kommt, im Idealfall für zuverlässige Informationen. Nun, Stevenson hat natürlich möglichst viele Zeugen befragt und deren Aussagen untereinander verglichen. Er hat keine Zeugen akzeptiert, die nur vom Hörensagen wussten. Er sammelt so viele Dokumente, wie er nur finden konnte, von Ärzten, von Kliniken, Obduktionsberichte, dann von der Polizei und so weiter. Stevenson hat am Anfang seiner Tätigkeit wissen wollen, inwieweit die Dolmetscher die Dinge vielleicht verfälschen. Er hat deswegen 2 bis 3 Dolmetscher eingesetzt, aber dann festgestellt, dass es kaum Informationsverlust gab und dass auch kaum oder keine falschen Hinzufügungen passierten, sodass er dann später sich mit einem Dolmetscher begnügte. Er sagt, im Schnitt kommen ungefähr 10% Unstimmigkeiten vor. Das wird aber in den Berichten jeweils aufgeführt und nicht unter den Teppich gekehrt. Stevenson wiederholt auch die Befragungen viele Jahre nach dem ersten Mal und hat festgestellt, dass kaum Veränderungen passieren. Wenn das Kind keine Aussagen über das frühere Leben gemacht hat, nimmt Stevenson dies nur dann als Fall auf, wenn 2 von 4 Merkmalen gegeben sind. Die 4 Merkmale, von denen 2 erforderlich sind, sind also folgende: Erstens eine Voraussage einer Wiedergeburt, die Details nennt, also nicht etwa nur "Ich werde wiedergeboren". Zweitens ein Ankündigungstraum, meist wird es der von der Mutter sein, der Mutter der heutigen Person. Geburtsmale oder frühkindliche Missbildungen, die bei oder kurz nach der Geburt registriert worden und mit Körpermerkmalen der früheren Person in Verbindung gebracht werden können. Viertens und letztens ungewöhnliches Verhalten der heutigen Person, das nicht in die heutige Familie passt, aber mit dem Verhalten der früheren Person übereinstimmt oder zu deren Lebensgeschichte in logischer Verbindung steht, zum Beispiel eine Phobie vor Feuerwaffen bei der heutigen Person, wenn die frühere Person erschossen worden war. Skeptiker könnten jetzt einwenden, dass die Forscher, die die Erinnerungen der Kinder untersuchen, fehlerhaft oder auch aus Gründen von Geltungssucht bewusst manipulieren. Was macht Sie denn so sicher, dass diese Forscher
korrekt vorgehen und dass die Ergebnisse auch wirklich richtig sind. Vor 22 Jahren, also im Jahr 2000, als ich anfing, mich mit Reinkarnationsforschung zu beschäftigen, hatte ich im Grunde die gleichen Bedenken. Ich wollte eigentlich erstmal gar nichts glauben und sagte mir, solange ich also nicht einen deutschen Fall möglichst hier bei uns um die Ecke finde, glaube ich erstmal gar nichts. Ich habe 10 Jahre warten müssen, über meine Homepage suchen müssen, deutsche Fälle zu finden. Ich hatte dann nach 10 Jahren wenigstens 2 Fälle gefunden, die ich untersuchen konnte und dann auch veröffentlicht habe. Und ich musste 12 Jahre warten, bis ich genau diesen Fall bei uns um die Ecke gefunden hatte. Damit waren dann wenigstens die größten Zweifel, die ich hatte, ausgeräumt. Aber das waren natürlich nicht alle Zweifel. Stevenson, muss man durchaus zugestehen, sorgfältige Arbeit geleistet zu haben. Für mich ist der stärkste Beweis dafür, dass er Jahrzehnte in der Universität bleiben konnte, ohne rausgeworfen zu werden, obwohl das durchaus versucht wurde. Ich will nur noch etwas zur Glaubwürdigkeit sagen. Der größte Teil der Ergebnisse stammt von Universitätsprofessoren. Material und Methoden sind offengelegt. Es gibt eine wissenschaftliche Diskussion in Fachpublikationen. Replikationen, also Versuchswiederholungen, mit vergleichbaren Ergebnissen sind von 4 Universitätsinstituten bekannt. Dazu kommen weitere von privaten Forschern. Das haben wir eben schon gerade gehört. Die Menge der Daten bzw. Fälle ist inzwischen so groß, dass das Phänomen als gesichert gelten kann. Die Sorgfalt in der Untersuchungstechnik wird auch von den meisten Kritikern anerkannt. Streitpunkt ist die Interpretation der Daten. Die Arbeit ist unabhängig von Kirchen bzw. Religionen. Es gibt keine kommerziellen Interessen. Die Merkmale der Fälle sind über Jahrzehnte hinweg gleichartig. Seit dem Jahr 2000 bemühen Sie sich auch um eigene Feldforschung in Deutschland und haben dort einige Fälle aufgespürt. Gibt es darunter denn Fälle, die besonders glaubhaft sind und die Sie uns vielleicht vorstellen möchten? Gerne. Aber jedes Beispiel, sollte man wissen, ist etwas anders gelagert und man muss also eine ganze Reihe von solchen Beispielen gelesen haben, um sich ein Urteil bilden zu können. Das sage ich nur, um zu warnen, dass man also nicht jetzt bitte von einem Beispiel, das man hört, auf alles schließen kann. Nun, gute Fälle sind die Basis der Reinkarnationsforschung. Und gute Fälle zeichnen sich dadurch aus, dass sie detailreich sind. Wenn man nun aus Zeitgründen so einen Fall zusammenstutzt, werden solche guten Fälle dann automatisch zu schwachen Fällen, weil eben nur noch ein Teil der Elemente dargestellt werden kann. Und darauf will ich mich nicht einlassen. Deswegen ein Vorschlag, um nichts auszulassen oder falsch zu erinnern, lese ich den Fall vor, den ich vorhin als Fall um die Ecke angesprochen habe, der also bei uns zu Hause sozusagen passiert ist. Weitere Beispiele finden Sie dann auf meiner Homepage oder in dem Band 1. Den Fall habe ich genannt, der Unfalljunge kommt zurück. Es handelt sich hier wirklich um eine wahre Begebenheit, die nur leicht gekürzt wiedergegeben wird. Es ist der Fall Nummer 6 auf meiner Homepage. Wenn Sie es ganz ausführlich nachlesen wollen, finden Sie das in der Zeitschrift für Anomalistik vom Jahr 2014. Das hatte die junge Angela Wolf, Wolf ist also ein Pseudonym, Mutter von 2 Kindern, bisher noch nicht erlebt. Sie war 1996 in Erlangen, das liegt in Nordbayern in Mittelfranken, in eine Disco ausgegangen und hatte zum späten Abend hin zunehmend mehr Angst vor der Rückfahrt ins heimatliche Bamberg verspürt. Die Angst steigerte sich in eine Panik, in der sie sogar einen fremden Mann mit der Bitte ansprach, bei ihm übernachten zu dürfen, nur um nicht nach Hause fahren zu müssen. Als sich diese Möglichkeit zerschlug, dachte Frau Wolf darüber nach, statt der Autobahn die Landstraße für die Rückfahrt zu nutzen. Aber dies hätte bedeutet, einen dunklen Wald durchqueren zu müssen. Also verwarf sie diesen Gedanken wieder und verzögerte die Heimfahrt immer tiefer in die Nacht hinein, bis es sich gegen 2 Uhr morgens nicht mehr vermeiden ließ, die Heimfahrt anzutreten. Obwohl Frau Wolf normalerweise recht forsch Auto fährt, fuhr sie diesmal auf der Autobahn vorsichtige 80 km pro Stunde. Schließlich wusste sie nicht, wovor sie sich fürchtete. Ein anderes Auto überholte sie mit ca. 100 km pro Stunde und scherte vor ihr wieder auf die rechte Fahrbahn ein. Als der Überholvorgang abgeschlossen war, sah sie in der Dämmerung, wie ein junger Mann auf die Autobahn lief,
direkt in das vorausfahrende Fahrzeug und von diesem erfasst wurde. Der junge Mann wurde auf die Fahrbahn geschleudert und blieb mitten auf der Autobahn liegen. Weil sie so langsam fuhr, konnte Frau Wolf ausweichen und kam mit ihrem Auto direkt hinter dem Verunglückten auf der Standspur zum Stehen. Frau Wolf stieg aus und ging auf das Unfallopfer zu. Der junge Mann von geschätzten 18 Jahren schaute sie noch kurz an, schloss dann aber die Augen und wurde offensichtlich bewusstlos. Frau Wolf zog ihn auf die Standspur. Er begann aus Mund, Nase und Ohren zu bluten, allerdings nicht sehr stark. Das rechte Bein war abgeknickt und stand auf unnatürliche Weise zur Seite heraus, schien aber ansonsten unverletzt zu sein, soweit das angesichts des intakten Hosenbeins beurteilbar war. Der andere Autofahrer, dem der junge Mann ins Fahrzeug gelaufen war, übernahm die Sicherung der Unfallstelle, die Verständigung der Polizei und der medizinischen Unfallversorgung, während Frau Wolf den jungen Mann im Arm hielt und seinen Puls fühlte. Als der immer schwächer wurde, ahnte die gelernte Krankenschwester, dass der Tod nahe war und tröstete den jungen Mann mit den Worten: Hab keine Angst, geh ins Licht, nimm es, wie es ist und lass los. Dabei verspürte sie mütterliche Gefühle. Dann musste sie mit ansehen, wie er in ihren Armen starb. Die inzwischen eingetroffenen Sanitäter versuchten 2 Stunden lang, den Körper wieder zu beleben, hatten aber keinen Erfolg. Frau Wolf fuhr in dem Gedanken nach Hause, nun zu wissen, wovor sie die undefinierbare Angst verspürt hatte. Sie hatte eine Vorahnung davon gehabt, dass es ein Unglück geben und sie selbst mit beteiligt sein würde. Sie vermutete Selbstmord als Motiv für den Unfall. Für den Rest der Nacht bat Frau Wolf ihre Freundin zu sich. Sie konnte jetzt nicht allein sein und schlief in ihrem Beisein erst gegen Morgen ein. Frau Wolf träumte von dem verunglückten jungen Mann. Sie sah und erkannte ihn klar, als er sich an sie schmiegte und ihr zu verstehen gab, zu ihr kommen zu wollen, um auf irgendeine Weise in ihrer Nähe zu sein. Im Traum wehrte Frau Wolf diesen Gedanken entschieden ab. Schließlich wollte sie sich nicht mit einem Selbstmörder belasten, der bekanntlich ein schlechtes Karma mitbringt. Sie sagte ihm, er gehöre nicht zu ihr und er solle zu seiner eigenen Familie gehen. Das wollte der junge Mann im Traum aber nicht und bestand darauf, als Kind zu ihr zu kommen. Es kam zu keiner Einigung. In der darauffolgenden Nacht erschien ihr derselbe junge Mann erneut im Traum und begehrte das Gleiche. Er wünschte sie sich als neue Mutter. Auch diesmal wollte Frau Wolf nicht nachgeben. In der dritten Nacht nach dem Unfall sah Frau Wolf ihn wieder im Traum. Diesmal stand er auf einem Friedhof in einiger Entfernung von einer Trauergemeinde. Der Friedhof lag auf einer Anhöhe nahe einem malerischen See. Der junge Mann erschien ihr und erklärte, dies sei seine Beerdigung. Frau Wolf wollte wissen, warum die Beerdigung an dieser Stelle stattfand und bekam zur Antwort, das sei sein Heimatsee, in Klammern der Stausee Lago Pieve di Cadore in Oberitalien, wie sich später herausstellte. Dies passte nun aber nicht zum äußeren Erscheinungsbild des jungen Mannes, das er in der Realität und im Traum zeigte. Er war blond und blauäugig, sah also nicht wie ein typischer Italiener aus. Die Traumbegegnung auf der Beerdigung freute Frau Wolf, weil sie dachte, nun ginge der junge Mann ins Jenseits und wolle nicht mehr zu ihr kommen. Aber das Gegenteil trat ein. Er erklärte, wie schon beide Male in den Träumen vorher, dass er nach wie vor zu ihr kommen wolle. Nun gab Frau Wolf ein klein wenig nach, indem sie ihm andeutete, sein Kommen sei ihr dann recht, wenn er kein Selbstmörder sei, alles mit seiner Familie kläre und das Wiederkommen innerhalb 18 Monaten schaffen würde. Im Hinterkopf hatte sie dabei den Gedanken, dass die Frage einer neuen Kindschaft jetzt ohnehin nicht relevant war, da sie zurzeit keinen Mann hatte und auch nicht nach einem Mann suchte. Schließlich hatte sie eine leukämiekranke Tochter zu versorgen, die ihre ganze Aufmerksamkeit erforderte. Auf jeden Fall würde sie eine Schwangerschaft verhüten, sollte es dennoch zu einer Beziehung kommen. Wenn sie trotzdem wieder schwanger werden würde, hätte es der junge Mann geschafft, auf diese Weise zu ihr zu finden, und sie würde das dann akzeptieren.
Der junge Mann zeigte sich im Traum glücklich, umarmte sie und ging nun zur Beerdigung hin. Diese Art Träume kennt man von zahlreichen anderen Fällen. Man nennt sie nach Professor Stevenson Ankündigungsträume. Nun das Gespräch mit Marios Mutter. Über eine Todesanzeige in der Tageszeitung nahm Frau Wolf nun Kontakt zur Mutter des Verstorbenen auf und besuchte sie. Dabei erfuhr Frau Wolf, dass es sich bei dem Unfallopfer um Mario, ein Pseudonym, gehandelt hatte. Einen blonden, blauäugigen 18-jährigen deutsch-italienischer Abstammung. Er lebte mit seinen Eltern im Sommer in Erlangen und im Winter in Pieve di Cadore in Oberitalien, wo sich das Familiengrab befindet, in welchem Mario beerdigt wurde. Der Friedhof liegt auf einer Anhöhe nahe dem Stausee. So bestätigte sich der Inhalt von Frau Wolfs dritten Traum auf gespenstige Art. Vor dem Unfall war Mario nachts nach Hause gekommen und hatte sich bei seinen Eltern zurückgemeldet. Danach fuhr er mit dem Auto seiner Eltern nochmals los und kam in einer scharfen Kurve der Landstraße von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf einem Feld. Offensichtlich konnte er fast unverletzt aus dem demolierten Fahrzeug aussteigen und vermutlich unter Schock zur nahen Autobahn laufen. Ob er dort Hilfe holen wollte oder in Selbstmordabsicht in das fremde Fahrzeug gelaufen ist, blieb ungeklärt. Nun zu späteren Ereignissen und Erinnerungen an den Tod im früheren Leben. Ungefähr 9 Monate nach diesen Ereignissen hatte Frau Wolf eine Affäre. Da sie nicht schwanger werden wollte, verhütete das Paar mittels Kondom. Dieses erwies sich aber im Nachhinein als defekt, sodass Frau Wolf die Pille danach einnehmen musste. Dennoch wurde sie schwanger, brachte dies aber zunächst nicht mit den Träumen von vor 9 Monaten in Verbindung, die ihr nicht mehr präsent waren. Frau Wolf brachte am 9. September 1997, auf den Tag genau 18 Monate, wie im Traum verlangt, nach dem Fall einen blonden, blauäugigen Jungen zur Welt. Als der Junge 3 oder 4 Jahre alt war, sagte er unaufgefordert zu seiner Mutter: »Ich habe schon einmal gelebt und bin durch einen Autounfall gestorben, aber der Unfall war nicht schlimm. Ich habe nur ein bisschen am Kopf geblutet und mein Bein hat wehgetan.« Jetzt erst fiel Frau Wolf wieder ein, was sie lange zuvor erlebt und geträumt hatte. Ihr Sohn hatte Marios Unfall absolut richtig beschrieben. Nur wenig Blutung am Kopf und ein kaputtes Bein. Frau Wolf versichert, mit ihrem inzwischen 14-jährigen Sohn, nennen wir ihn Rolf, nicht über den Unfall auf der Autobahn geredet zu haben. Obwohl sie reinkarnationsgläubig ist, hat sie ihm nie Fragen zu einem früheren Leben gestellt und ist bisher nicht mit ihm am früheren Wohnort des Unfallopfers gewesen. Diese Behauptungen halte ich für glaubhaft, weil sie ein starkes Motiv hat, weder öffentlich noch privat über die Ereignisse zu reden. Sie fürchtet sich nämlich davor, gelacht zu werden und obendrein ihren Sohn an eine fremde Familie vielleicht zu verlieren, wenn der Verdacht eines Wiedergeburtsfalles publik wird und eine Verbindung zur früheren Familie entsteht. Ich fragte Frau Wolf nach Verhaltenserinnerungen und körperlichen Merkmalen von Rolf, um dies später mit Beschreibungen von Mario vergleichen zu können. Als heute noch erreichbare Zeugen nannte sie nur die Eltern von Mario und ihre ehemalige Schwiegermutter. Nun zu den Nachprüfungen. Ich begann meine Nachprüfung im Dezember 2011 bei der Schwiegermutter von Frau Wolf. Im Telefonat erklärte diese, sich an nichts mehr erinnern zu können. Meine Briefe an Marios Eltern blieben unbeantwortet, aber über das Erlanger Einwohnermeldeamt erhielt ich schließlich das Geburts- und Sterbedatum von Mario. Der Geburt liegt am 16.05.1977, der Sterbetag am 9.03.1996. Mit dieser Angabe konnte ich in der Zeitung Erlanger Nachrichten die Todesanzeige und einen Bericht vom 11.03.1996 über den Unfall finden. Aus der Todesanzeige ergibt sich der Ort der Beerdigung als Pieve di Cadore in Oberitalien. Der Friedhof liegt nahe einem Stausee namens Lago di Pieve di Cadore.
Im Februar 2012 erreichte ich schließlich persönlich den Vater von Mario, der aber nicht viel zu dem Fall beizutragen hatte. Er hat keinen Kontakt mehr zu Marios Mutter, sodass ich deren Adresse über das Internet ausfindig machen musste. Das persönliche Gespräch mit Marios Mutter am 16.04.2012 erwies sich als viel unproblematischer als erwartet, weil sie an Reinkarnation glaubt. Ohne viele Fragen stellen zu müssen, beschrieb sie Marios Geschichte, sein typisches Verhalten und seine Charaktereigenschaften, die ich in 20 Punkten zusammengefasst habe. Davon stimmen 13 zwischen Mario und Rolf überein. Beispielsweise beschreiben 6 Punkte ein typisch weibliches Verhalten der Jungen. Beide, Mario und Rolf, waren bzw. sind Trendsetter in Modedingen. Mario verwendete viel Zeit und Aufmerksamkeit auf seine Kopfhaare und parfümierte seinen Körper. Das gleiche Verhalten zeigt heute auch Rolf. Mario bekannte sich, seit er 13 Jahre alt war, dazu, schwul zu sein. Bei Rolf ist noch offen, wie er sich sexuell orientieren wird. Beide hatten bzw. haben ein Geschick zum Zeichnen und Malen. Seit Rolf 3 Jahre alt ist, spielt er gerne Fußball und trainiert viel. Mit 12 begann er, sich über andauernde Schmerzen im rechten Knie zu beschweren. 6 Monate später schmerzte auch das linke Knie. Er bat sogar seine Mutter, mit ihm deswegen zum Arzt zu gehen. Der diagnostizierte die Osgood-Schlatter-Krankheit und sagte, dies würde höchstwahrscheinlich vergehen, bis er 18 ist. Diese Schwachstelle in den Knien korrespondiert mit der Knieverletzung bei Marios Unfall. Beide waren bzw. sind hochallergisch gegen viele Pollenarten. Die Gesichtszüge beider Personen ähneln sich wie bei Brüdern. Die blonden Haare und blauen Augen von Rolf lassen sich genetisch erklären. Nach Marios Tod scheinen sich noch 2 psychokinetische Ereignisse oder Spuk gezeigt zu haben. Die Mutter des Verstorbenen hörte beim Autofahren gerne ihre Musik-CDs mit sanfter Musik. Wenn Mario sie zu Lebzeiten begleitete, beschwerte er sich regelmäßig über diese Schnulzen und schaltete auf Radiobetrieb um und einen Sender mit Popmusik ein. Ungefähr 3 Wochen nach Marios Tod fuhr die Mutter mit dem Auto auf einer Strecke, die sie oft gemeinsam benutzt hatten. Sie musste intensiv an Mario denken und dabei schaltete das Radio plötzlich ohne ihr Zutun von CD auf Radiobetrieb um und brachte nun Popmusik. Natürlich interpretierte die Mutter dies als eine Manifestation ihres verstorbenen Sohnes und sprach mit ihm. Aber sie fuhr anschließend auch in eine Werkstatt, um sich darüber zu erkundigen, ob sich eine solche Umschaltung spontan ereignen könne. Der Fachmann verneinte dies. Ungefähr 7 Wochen nach Marios Tod ging im Ladengeschäft der Mutter das Licht aus, als noch Kunden anwesend waren. Der Strom im ganzen Wohnviertel war ausgefallen. Die Mutter rief bei den Stadtwerken an und erfuhr, dass dort kein Stromausfall bekannt sei. Ein Techniker sollte aber geschickt werden. Daraufhin kam ihr der Einfall, Mario könne beteiligt sein. Sie sprach ihn an und sagte, »Mario, lass den Quatsch! Du kannst doch nicht einfach das Licht ausmachen!« Sofort ging das Licht wieder an. Die Mutter rief erneut die Stadtwerke an, um nach dem Grund für den Stromausfall zu fragen. »Wir haben keine Erklärung dafür«, bekam sie zu hören. Noch ein Nachtrag. Am 17.08.2021 erkundigte ich mich bei Rolfs Mutter darüber, wie es ihrem Sohn in der Zwischenzeit gegangen ist. Aus dem Obduktionsbericht wurde bekannt, dass Mario eine Nierenquetschung erlitten hatte. Rolf wurde mit einer Abflussbehinderung des Urins geboren, die zu einer Nierenstauung führte. Er musste mit einem Katheter leben und die Ärzte befürchteten, dass er ein Leben lang zur Dialyse muss. Glücklicherweise kam es anders. Die Nieren erholten sich und Rolf ist seit seinem 10. Lebensjahr diesbezüglich gesund. Aus dem Obduktionsbericht geht weiter hervor, dass Mario vor dem Unfall mit dem Auto seiner Mutter einen Sicherheitsgurt getragen hatte. Daraus schließt Marios Mutter, dass er keine Selbstmordabsicht hatte. Allerdings war Mario betrunken. Rolfs sexuelle Orientierung folgt offensichtlich nicht dem Muster aus dem früheren Leben.
Er interessiert sich für das weibliche Geschlecht. Seine körperliche Eitelkeit besteht aber immer noch. Rolf hat Angst vor dem Autofahren. Wenn er mit seiner Mutter fährt, muss diese sehr langsam fahren, obwohl er keine bewussten Erinnerungen mehr an den Unfalltod im früheren Leben hat. Einen Führerschein hat er noch nicht gemacht, überlegt aber, dies vielleicht doch noch nachzuholen. Als Rolf so alt wie Mario war, als dieser den Unfalltod erlitt, hatte auch er einen Unfall. Im Januar 2016 erlitt er einen Stromschlag an der Starkstromleitung der Stadtbahn in Hamburg. Der Freund, der ihn begleitete, konnte ihn von der Stromschiene lösen und so vor dem Tod retten. Die beiden liefen danach weiter. Als sie vom Gleisbett herunter waren, ging Rolf mit Herzversagen zu Boden. Passanten konnten ihn wiederbeleben und sorgten dafür, dass er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Einige Tage später konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. Diese Ähnlichkeit der Ereignisse im früheren und heutigen Leben kennt man von Rückführungsfällen. Man spricht dann von Alterssynchronizität. Inzwischen hat Rolf auch seine Mutter aus dem früheren Leben besucht. Diese erklärte, ihn anhand vieler Merkmale hundertprozentig als ihren verstorbenen Sohn wiederzuerkennen. Rolf erkannte seine frühere Mutter jedoch nicht. Sie kam ihm aber nur irgendwie bekannt vor. In manchen Fällen, die Sie in Ihrem Buch schildern, haben Kinder nicht nur Erinnerungen an ein vorheriges Leben, sondern sie weisen auch körperliche Merkmale auf, die mit einem Vorleben in Verbindung stehen. Können Sie vielleicht ein aussagekräftiges Fallbeispiel für eine solche Kontinuität körperlicher Merkmale über zwei oder mehrere Leben hinweg nennen? Nun, ich möchte vier Beispiele in den Bildern veranschaulichen. Wir schauen die obere Hälfte des Bildes erstmal an. Es geht um den 16-jährigen Inder mit dem Namen Hanuman. Er zeigt, wie in dem linken oberen Bild zu sehen, auf der Brust helle Hautflecken. In diesem Fall trat also ein Ankündigungstraum auf. Der Hanuman berichtete über Schmerzen am Brustkorb und erinnert das frühere Leben ab dem dritten Lebensjahr. Er erkannte auch Leute. Die heutige Person, also der Hanuman, deutete auf seine Brust und sagte, dort sei er erschossen worden. Die frühere Person wurde tatsächlich durch eine Schrotflinte ermordet und es gibt einen Autopsiebericht, der also im rechten Bild zu sehen ist und man sieht, dass die Einschlussstellen der Kugeln in guter Übereinstimmung sind mit dem Ort dieser hellen Flecken auf dem Brustkorb des heutigen Hanuman. Das zweite Beispiel ist jetzt in der unteren Bildhälfte zu sehen. Es geht um den 8-jährigen Inder Lekpal. Er zeigt an der rechten Hand nur noch Stummelfinger. Er erinnert das frühere Leben und hatte Wiedererkennungen von Personen. Als Kind wusste er genau den Grund für seine Missbildung und Zeugen bestätigten dann auch, dass die Finger der früheren Person durch eine Futterschneidemaschine abgetrennt worden waren. Im dritten Fall geht es um den Türken Cemil Farici. Er erinnert den Tod im früheren Leben als ein Cemil Hayak, einen Banditen, der sich von unten mit einem Gewehr erschoss. In Bildmitte sehen Sie, wie der Weg der Kugeln gegangen sein müsste. Und im linken Bildteil sehen Sie die Einschusswunde der früheren Person als Geburtsmal bei der heutigen Person, bei dem Cemil Farici. In dem rechten Bild sehen Sie die Austrittswunde der früheren Person als Geburtsmal bei der heutigen Person. In diesem Fall gab es einen Ankündigungstraum. Die Narbe, die Eintrittsschussnarbe, blutete nach der Geburt. Der Kleine erinnerte das frühere Leben ab dem zweiten Lebensjahr. Er verweigerte übrigens den ihm gegebenen neuen Namen und wollte unbedingt so heißen wie im früheren Leben, nämlich Cemil. Deswegen auch diese gleichen Vornamen von heutiger und früherer Person. Er verhielt sich feindselig gegen Polizisten, warf Steine auf sie und das hängt damit zusammen, dass er im früheren Leben als Bandit von der Polizei gestellt worden ist in einem Haus und er konnte dort nicht mehr draus entkommen. Die haben das Haus auch in Flammen gesetzt. So sah er sich gezwungen, sich selbst zu ermorden.
Gegenüber seiner früheren Familie verhielt er sich allerdings freundlich. Es gibt noch 18 solcher Fälle, in 9 davon ist die Erschießung tatsächlich nachgewiesen. Diese Male zeichnen sich dadurch aus, dass sie gegenüberliegend sich befinden. Das Mal der Einschusswunde ist normalerweise klein, das der Austrittswunde groß, wie auch bei der früheren Person. Nun das vierte und letzte Beispiel ist das von der Purnima, das ich vorhin schon erwähnt hatte, als Fall von Erlendur Haraldsen. Nun, die heutige Person sagte, sie sei von einem Lastwagen überfahren worden, und daher rührten also diese Buttermale, die man hier auf dem Bild als helle Flecken sieht. Man kann sich gut vorstellen, dass diese großen Flächen durchaus von den Stollen eines Reifens herrühren können. Geburtsmale und angeborene Missbildungen finden sich in einem Drittel der internationalen Fälle. Geburtsmale entsprechen in 87% bei gelösten Fällen, Wunden oder Malen der früheren Person. Oft, und zwar in 62% der gelösten Fälle, sind es Wunden, die mit dem Tod der früheren Person zusammenhängen. Wir sprechen hier über Operationsnarben, abgetrennte Gliedmaßen, Krankheiten, Gesichtszüge oder Haut- und Haarfarbe der früheren Person. Es gibt noch mehr Bildbeispiele, also entweder in meinem Band 1 oder bei Stevenson in seinem Buch, das Reinkarnationsbeweise genannt wird. In einem Interview auf dem Kanal Empirische Jenseitsforschung haben Sie gesagt, dass Sie den Indizienbeweis der Körpermerkmale für besonders wertvoll halten. Können Sie vielleicht erläutern, was diesen Aspekt so besonders macht und was ihn von anderen Indizienbeweisen unterscheidet? Ich kann eine ganz kurze Antwort geben und die heißt, weil für diese Art von Körpermerkmalen weder natürliche noch parapsychologische Erklärungen vorliegen, die wenigstens ein bisschen überzeugen können. Wir können es ja mal durchgehen. Gehen wir erst zu den natürlichen Erklärungen und da zunächst erstmal zu der Frage der Vererbung. Die allermeisten der 225 Fälle mit Geburtsmerkmalen, die Stevenson gefunden hat, können nicht durch Vererbung erklärt werden. Es gibt einfach keine genetische Erbfolge zwischen der früheren und der heutigen Person oder Wunden der früheren Person sind überhaupt erst nach der Zeugung entstanden. Für Lage und Aussehen von Muttermalen und für 43 bis 70% der angeborenen Missbildungen gibt es generell keine medizinische Erklärung. Es bleibt also durchaus Luft für andere Erklärungen. Eine weitere natürliche Erklärung wäre Betrug. Dazu ist zu sagen, die meisten Materialisten, die Reinkarnation nicht akzeptieren, anerkennen, dass die Behauptung, die Fälle gäbe es überhaupt nicht und alles sei nur Betrug, nicht überzeugen. Zuletzt noch was zum Zufall. Die nächstliegende natürliche Erklärung wäre der Zufall, das heißt zum Beispiel, Lage und Form eines Muttermals entsprechen zufällig denen der Todeswunden einer fremden Person, die von der heutigen Person nach sonderbaren Kriterien ausgewählt wurde. Man kann in einer Modellrechnung die Zufallswahrscheinlichkeit abschätzen. Ich habe das getan. Man kann es in Band 1 nachlesen. Ergebnis: Man müsste 1000-mal mehr Menschen auf diese Übereinstimmungen überprüfen, als auf der Erde leben, um eine gute 63% Chance auf einen Treffer zu haben. Vergleichen Sie dies mit der Zahl der tatsächlich vorkommenden Überprüfungen. Das ist ein klares K.O.-Kriterium. Nur noch etwas zu parapsychologischen Erklärungen. Selbst die potenteste parapsychologische Alternativerklärung versagt, welche Materialisten anführen, um die Reinkarnation als Erklärung vermeiden zu können. Es ist die Wunderwaffe der superaußersinnlichen Wahrnehmung in Kombination mit Superpsychokinese, neuerdings auch Lab oder Living Agent Psi genannt. Diese superaußersinnliche Wahrnehmung beinhaltet Telepathie, Hellsehen, Präkognition und Retrokognition bis zu solchem Ausmaß, das noch nirgends als existent nachgewiesen wurde. Materialisten begründen ihre Argumentation damit, dass man die Grenzen der Leistungsfähigkeit von außersinnlicher Wahrnehmung nicht kenne und daher die Superform zulassen müsse. Die Psyche des ungeborenen Kindes würde danach die Information über Wunden eines ihr fremden Verstorbenen einholen, die in Todesnähe entstanden sind,
und diese Informationen nutzen, um seinen Körper psychogenetisch zu beeinflussen. Woher sollte dabei die Motivation des Embryo kommen? Welche fremde verstorbene Person wählt er, um auch noch deren Wissen, Charakter und dessen Emotionen zu übernehmen? Ist eine solche Leistung dem noch nicht voll entwickelten Gehirn eines Embryos zuzutrauen? Ich halte das für abwegig. In 62 von 225 Fällen wurden medizinische Dokumente gefunden, die den Zusammenhang von Wunden der früheren Person und Malen der heutigen Person belegt. Das spricht für körperliche Erinnerungen als materielle Belege für die Reinkarnation. Es gibt also nicht nur geistige Erinnerungen. Mehr dazu auf meiner Homepage und im Band 1. Kann man aus der Fülle der dokumentierten Fälle ableiten, ob die Kinder sich jeweils nur an ihr letztes Vorleben erinnern oder erinnern sie sich an irgendein Leben oder sogar vielleicht an mehrere Leben? Es gibt dazu eine klare Aussage. Bis auf wenige Fälle wird immer das unmittelbar vorausgegangene Leben erinnert. Es gibt die berühmten Ausnahmen, dass also auch mal zwei Leben erinnert werden, das zweite Leben allerdings nur sehr ungenau. Und davon gibt es also 7 Fälle bei Stevenson. In Rückführungen taucht es allerdings wesentlich häufiger auf. Warum gibt es überhaupt Erinnerungen an ein Vorleben und warum erinnern sich nur manche Kinder daran und manche Kinder überhaupt nicht? Was ist Ihre Vermutung dazu? Zuerst zur Frage, warum Erinnerungen überhaupt? Ja, dazu gibt es keine naturwissenschaftliche Erklärung. Ich kann etwas vermuten und meine Vermutung ist, dass das Unterbewusstsein so etwas ist wie ein Kanal zum Seelenanteil, der im Jenseits bleibt oder zur Akasha-Chronik. Im Normalfall werden Erinnerungen durch die Ratio des Gehirns blockiert. In Ausnahmesituationen, wenn das Gehirn nicht richtig arbeiten kann, funktioniert die Blockade nicht und lässt Erinnerungen durch. Das ist zum Beispiel der Fall bei Nahtoderfahrungen, in der Trance, in Hypnose, im Flashback, im Traum, bei ins Spiel versunkenen kleinen Kindern. Man spricht hier von der Filterfunktion nach Professor James. Und das zweite war die Frage, warum nur manche Kinder sich erinnern. Da habe ich die folgende Vermutung. Erstens ist die Interimszeit, also die Zeit zwischen Tod im früheren Leben und Geburt im heutigen, sehr kurz mit nur 15 Monaten. Das heißt also, diese Erinnerungen sind recht frisch. Das zweite ist, der Tod im früheren Leben ist ein unerwarteter, traumatischer Tod. Er ist dadurch nicht zu vergessen, er hat die Seele sehr beeindruckt und könnte dazu geführt haben, dass man das empfindet wie den GAU, den größten anzunehmenden Unfall im Leben, den man so schnell wie möglich wieder gut machen will, dadurch, dass man so schnell wie möglich wiederkommt. Daher diese kurze Interimszeit. Die Erinnerungen verblassen übrigens mit dem Alter von 6 bis 7 Jahren. Neben spontanen Erinnerungen gibt es auch Forschungen, die sich auf Rückführungshypnosen beziehen. Können Sie vielleicht das Prinzip der Rückführungsforschung ein bisschen erläutern und auch hier ein geeignetes Fallbeispiel anbringen? Zu Rückführungen gibt es keine Forschung. Es gibt eigentlich nur Erfahrungsberichte von Praktikern. Daher kann ich also auch über ein Forschungsprinzip nichts aussagen. Und nun zum Prinzip der Rückführung, das kann ich hier nur ganz grob darstellen. Es handelt sich da um eine leichte Hypnose. Man spricht da auch von einem elliptischen Bewusstsein, weil die Ellipse ja 2 Brennpunkte hat und man in so einer leichten Hypnose sowohl einerseits im Hier und Jetzt sein kann, als auch irgendwelche Bilder aus vergangenen Leben vor Augen hat. In solch einer Rückführung wird normalerweise eine Schlüsselfrage gestellt, also zum Beispiel, weshalb habe ich diese oder jene Krankheit erleiden müssen, warum gab es eine Scheidung in meinem Leben, was ist meine Lebensaufgabe, alle möglichen viele solcher Fragen können als Schlüsselfragen dienen. Ja, und wie das nun bei dem Lehrer, den ich hatte, abläuft, das will ich ganz kurz nur in Stichworten sagen. Es ist der Lehrer Sigdell. Er beginnt damit, dass er erstmal erklärt, worum es geht und dann, um den Körper stillzulegen, suggeriert er dem Probanden, sich Schalter auf verschiedenen Körperstellen vorzustellen, die er ausschaltet. Er geht dann nochmal alle Schalter durch und guckt, ob sie wirklich ausgeschaltet sind, um den Körper wirklich zur Ruhe zu legen. Dann wird man gebeten, in einen Aufzug zu steigen und dort in das Stockwerk zu fahren.
das einen Bezug zu der Schlüsselfrage hat. Man sieht dann irgendwann mal Bilder, man kann zum Beispiel dann auf einer Wiese landen, kann an sich herabschauen und gucken, was man für Schuhwerk anhat oder was für ein Geschlecht man hat. Es werden dann Stationen im früheren Leben mit Bezug zur Schlüsselfrage angesteuert. Die Frage geht nach Emotionen. Man geht auch ganz bewusst in Traumata, die man erlebt hat und die man dort also nochmal in gemilderter Form nacherlebt und die man dann durch symbolische Heilungen tatsächlich auch beeinflussen und auch heilen kann. In meinem Literaturstudium habe ich gefunden, Gott sei Dank gab es also wenigstens 36 Fälle, in denen mal nachgeprüft worden ist, ob sich bei diesen Rückführungen eher um Fantasiegeschichten handelt oder doch um real erlebte Leben. Und ich habe in diesen 36 Fällen festgestellt, mehr oder weniger gut ist doch nachgeprüft worden, dass es tatsächlich frühere Leben gewesen sein müssten. 12 von diesen 36 Fällen bringe ich in meinem Band 2a ausführlich. Nun, als Beispiel, das Sie sich gewünscht haben, wähle ich hier die Wiedergeburt des U-Boot-Matrosen James Johnston. Wie auch schon vorhin bei dem vorigen Beispiel gilt hier auch, eine Kürzung würde den Fall geradezu entwerten. Deswegen lese ich den Fall jetzt also hier wieder in voller Schönheit vor. Nun, der amerikanische Handelsvertreter Bruce Kelly, geboren 1953, hatte Klaustrophobie, eine Wasserphobie und medizinisch unerklärliche Brustschmerzen. Seine Angst vor engen Räumen äußerte sich besonders, wenn er mit dem Flugzeug verreisen musste. Das war belastend, weil er in seinem Beruf häufig fliegen musste. Wenn die Türen der Maschine geschlossen wurden, überkam ihn regelmäßig eine Panik, die erst allmählich verging. Wenn Wasser zum Beispiel in der Badewanne bis zu seinen Knien aufstieg, hatte er ebenfalls starke Angstgefühle. Unter der Dusche konnte er den Wasserstrahl nur auf seinen Rücken erdulden. Er fand immer einen Grund, warum er nicht zum Strand gehen konnte. Seit er erwachsen ist, hatte er immer wieder stechende Schmerzen, die in seinem Magen begannen und zur Brust hinwanderten. Alle Ärzte, die er deswegen aufsuchte, erklärten ihm, dass er völlig gesund sei und keine Schmerzen haben könne, außer er bilde sie sich ein. Bruce war schon immer auf der Suche nach sich selbst. Shirley MacLaines Buch Zwischenleben gab ihm den Anstoß, in seinem 34. Lebensjahr eine Rückführung mit sich machen zu lassen. Er besuchte da 1987 Rick Brown, einen amerikanischen Hypnotherapeuten aus Glendora in Kalifornien, ohne eine bestimmte Frage damit klären zu wollen. Nun zur ersten Rückführung durch Rick Brown. Bruce erlebte sich in seiner ersten Rückführung als circa 60-jährigen Farmer John 1860 in Kansas. Dieses Erlebnis brachte Bruce zum Entschluss, eine weitere Rückführung zu machen, allerdings nun mit der Fragestellung nach dem Grund für seine oben geschilderten Ängste und Schmerzen. Leider gibt es keine Aufzeichnung dieser zweiten Rückführung. Rick und Bruce schildern die wesentlichen Aussagen aus dem Gedächtnis. Rick Brown erwartete eine Geschichte von einem Flugzeug, das ins Meer abstürzt und in dem die Passagiere ertrinken. Bruce war auf ein Erlebnis mit der Titanic gefasst. Als Bruce nun in der Rückführung gefragt wurde, woher seine Panikgefühle im Flugzeug herrühren, antwortete er mit einer ganz anderen Geschichte. Ich bin ein U-Boot-Mann und ich sterbe. Bruce sah sich in ein Abteil eingesperrt, das sich zunehmend mit Wasser füllt und aus dem er nicht lebend herauskommen kann. Mit ihm im Abteil sei Walter Pilgrim ertrunken. Das Boot mitsamt der ganzen Mannschaft ging unter. Niemand überlebte. Auf weitere Fragen sagte Bruce, das U-Boot habe den Namen Shark, also Haifisch, mit der Nummer 174 getragen. Er selbst sei James Johnston gewesen. Die Handlung spielte im Jahr 1942. Der Heimathafen des U-Bootes sei Pearl Harbor gewesen. Und wo das U-Boot genau gesunken ist, wollte Rick auch noch wissen. Nach der Rückführung zeichnete Bruce seine Landkarte der Insel Celebes in Sulawesi und Borneo und markierte die Stelle, an der die Shark untergegangen sein soll. Bruce hatte keinen Bezug zu U-Booten und hatte noch nie etwas in Natura gesehen. Wo die Insel Celebes liegt, wusste er vor der Rückführung nicht. Die erste Nachprüfung.
Einen Tag später ging Bruce in die Bibliothek, um nachzuprüfen, ob das, was er in der Rückführung gesehen und erfahren hatte, irgendeinen Bezug zur Realität hat. Er glaubte nicht wirklich daran, etwas finden zu können, und war daher umso mehr überrascht, das Buch United States Submarine Losses World War II zu entdecken, in dem das U-Boot mit der Bezeichnung Shark SS 174 aufgeführt war und etwas über seine Besatzung und seinen Untergang stand. Die Mannschaftsliste führte einen James E. Johnston und Walter E. Pilgrim auf. Der letzte Eintrag, das Schiff betreffend, ist vom 8.2.1942 und gibt den Befehl an den Kapitän wieder, entlang der Nordküste von Celebes Richtung Makassar zu fahren. Auf weitere Funksprüche kam keine Antwort mehr. Am 7.3.1942 wurde die Shark als vermutlich verloren bezeichnet. Rick und Bruce waren über einen so raschen Erfolg der Nachprüfung sehr erfreut und beschlossen, noch weitere Rückführungen zu unternehmen. Erst danach wollten sie die Nachprüfung fortsetzen. Nun zu den nachfolgenden Rückführungen. Sie wurden aufgezeichnet, sind daher besser nachvollziehbar und brachten folgende Aussagen hervor. Das U-Boot war Teil der asiatischen Kriegsflotte der USA und in der Bucht von Manila stationiert. Von dort aus machte das Boot Aufklärungsfahrten im Pazifik und beschattete japanische Schiffe. Bruce arbeitete als James gemeinsam mit dem Matrosen Robert Miller gelegentlich im Abschnitt der Notausstiege in der Nähe des Torpedoraums. Mit Robert zusammen hatte er zuvor seine Ausbildung gemacht. Ein paar Tage vor dem Untergang war die Mannschaft sehr enttäuscht, weil ein Torpedo nicht getroffen hatte, das sie auf einen japanischen Zerstörer geschickt hatten. Am 8.2.42 wurde das U-Boot durch eine Unterwasserbombe angegriffen. Dabei wurde James Johnson durch einen Flaschenzug an den Rippen verletzt und war daher bis zu seinem Tod nicht im Dienst, sondern an seine Koje gefesselt. Die Begleitschiffe der Shark waren üblicherweise Porpoise und Spearfish und andere U-Boote, die nur Nummern trugen, wie 37 und 38. Als Bruce in der Rückführung erlebte, wie das U-Boot einen zweiten Treffer in den Turm erhält, beschreibt er den Hergang der dramatischen Ereignisse und seines Todeskampfes in Einzelheiten, die natürlich nicht nachprüfbar sind. Er ist als James zu diesem Zeitpunkt zufällig mit dem schon erwähnten Mechaniker oder Ingenieur William Pilgrim zusammen, der Mitte 30 und etwas älter als er selbst ist. Das Boot ist, sagt er, am 11.02.1942 morgens gegen 11.30 Uhr von einem japanischen Zerstörer durch zwei Wasserbomben getroffen und versenkt worden. Aus seinem sonstigen früheren Leben erfahren wir in der Rückführung noch Folgendes. James Johnston war 1921 zur Welt gekommen. Als er 15 Jahre alt war, verstarb seine Mutter an Lungenentzündung. Zum Zeitpunkt des Todes seiner Mutter war ein viel jüngeres Mädchen bei ihm, das Katharina, ein Pseudonym, hieß. Am 21. April 1929 geboren war, haselnussbraune Augen und langes braunes Haar hatte. 1938 arbeitete James in einem Lager am Thulesee in Kalifornien. Einmal marschierte er von dort zu den Klamath-Wasserfällen, um einen Freund zu besuchen. Er hatte eine Freundin, Molly, die er liebte. Beide verband die Tatsache, dass sie ihre Mütter verloren hatten. Ihre Verbindung war aber am Widerstand von Mollys Vater Ike zerbrochen. James war ein ergebener Soldat, der seinen Auftrag nie in Frage gestellt hatte. Er beschrieb sich als einsam. Nun das Ergebnis nach mehreren Rückführungen. Bruce Kelly ist nun seine beiden Phobien und die Brustschmerzen los. Die zweite Nachprüfung. Rick Brown hat im März 1988 in Archiven in Washington nachgeforscht und die Geburtsurkunde des James Edward Johnston und Aufzeichnungen über dessen Anwesenheit in der High School gefunden. Rick ist anschließend dreimal nach Jacksonville gefahren und hat mit Freunden und Verwandten der früheren Person gesprochen. Dabei fand er Folgendes heraus. Die frühere Person war am 1.2.1921 in Jacksonville, Alabama, geboren. Das Jahr, das Bruce angegeben hatte, stimmte also. 1936, also mit 15 Jahren, wie er es gesagt hatte, verlor er seine Mutter und war sehr alleine. Als Rick Jacksonville besuchte, traf er die besagte Katharina
Sie hatte braune Haare, haselnussbraune Augen und war 1929 geboren, wie von Bruce angegeben. Am 21.07.1938 kam James im Lager am Thulesee an. Auch hier stimmten der Ort und die Jahreszahl, die er in der Rückführung angegeben hatte. Rick traf einen Jugendfreund von James, der 1938 im Lager bei den Klamath-Fällen war, und ihm erzählte, dass die beiden Freunde versucht hatten, sich gegenseitig zu besuchen. Dies war zwar nicht gelungen, aber die Aussage von Bruce über seinen Marsch zu den Klamath-Fällen macht so durchaus Sinn. Die unglückliche Liebe zu Molly, von der Bruce gesprochen hatte, konnte auch bestätigt werden. Mollys Mutter war tatsächlich früh gestorben und der Vater Ike Lasseter, Sheriff der Gegend, war vehement gegen die Verbindung zwischen Molly und James eingestellt. Ein früherer Freund von James beschrieb ihn als einen glücklichen, aber einsamen Jungen. Ein anderer bestätigte, dass seine Willfährigkeit, die er als Marinesoldat an den Tag legte, zu seinem Naturell passte. Nach einem Dienst in den Lagern des Civilian Conservation Corps heuerte James im Juli 1940 bei der Navy an. Er erhielt dort seine Ausbildung, speziell an den Rettungsgeräten der U-Boote. Dies brachte ihn mit Robert Miller zusammen. Auf der letzten Fahrt des U-Boots Shark war er als James dort Mannschaftsmitglied. Dieses U-Boot war tatsächlich in der Bucht von Manila stationiert und wurde gemäß japanischen Quellen mit hoher Wahrscheinlichkeit am 11.02.1942 um 11.34 Uhr vom japanischen Zerstörer Amazukaze durch Wasserbomben versenkt. Es gab keine Überlebenden. Schwesterschiffe der Shark waren wie richtig angegeben, Porpoise und Spearfish sowie die Nummern 37 und 38. Außer William Pilgrim, es war der Chefelektriker, war als Mannschaftsmitglied Robert Francis Miller, der Schütze zweiter Klasse, im Mannschaftsregister genannt. Pilgrim war 31 Jahre, also älter als James, wie Bruce richtig in der Rückführung angegeben hatte. Seine Schätzung des Alters auf Mitte 30 stimmte nicht ganz. Am 2.2.1942, also ein paar Tage vor dem Untergang, wie es Bruce ausgedrückt hatte, meldete die Shark an ihr Hauptquartier, dass ein Torpedoangriff auf ein japanisches Schiff misslungen ist. Der Ort, den Bruce als die Stelle bezeichnet hatte, an dem die Shark untergegangen war, lag ca. 50 Meilen weiter östlich als von der Navy angegeben. Es fand sich aber noch das Buch eines deutschen Autors, der nach dem Krieg alle japanischen Aufzeichnungen ausgewertet hat und als Ort des Untergangs die Stelle angab, die Bruce bezeichnet hatte. Am 8.2.1942 wurde die Shark zum zweiten Mal mit Wasserbomben angegriffen. James konnte sich also dabei seine Verletzungen an den Rippen zugezogen haben. Die Aufgaben der Shark waren Aufklärung und Beschattung von feindlichen Schiffen, wie von Bruce angegeben. Heimathafen war Pearl Harbor. Nun noch etwas zum Besuch vor Ort. Rick und Bruce besuchten nach den Rückführungen das U-Boot The Pampanito in San Francisco, das mit der Shark baugleich ist. Schon beim ersten Blick auf das U-Boot war Bruce sichtlich betroffen. Er wurde blass und sprach nur noch ganz leise. Er bekam Magenkrämpfe. Als sie dann ins Boot kamen, rannte er so schnell los, dass Rick kaum folgen konnte. Bruce zog es zu der Stelle, an der er als James ertrunken war, und er zeigte sie Rick. Er beschrieb noch einmal die damalige Situation und durchlebte in abgemilderter Form wieder die ganze Panik der Todesminuten. Wenn er erzählte, dann in der Ich-Form. Für ihn war klar, dass er einst James war. Anschließend lief er zu seiner früheren Arbeitsstelle, dem Notausstieg mit der Mommsenlunge, für deren Funktionieren er im früheren Leben zuständig gewesen war. Alles fühlte sich so vertraut an. Bruce hatte das durchdringende, dröhnende Geräusch der Dieselmotoren im Ohr. Er erklärte Rick technische Einrichtungen und sprach verschiedene Dinge an, die heute anders als früher waren. Seine Koje fehlte, aber seinen früheren Spind konnte er noch zeigen. Bruce suchte nach einem Notausstieg, von dessen Existenz er wusste, den er aber nicht finden konnte. Schließlich fand er ihn hinter einer Plastikverschalung verborgen. Auf der dritten Reise, die Rick für seine Nachforschungen nach Jacksonville, der Heimatstadt von James, machte, nahm er Bruce mit.
Dabei wurden Filmaufnahmen gemacht, die als Unsolved Mysteries im Internet zu sehen sind. Bruce erinnerte sich dort, dass er seinerzeit, als James sein Elternhaus nur durch die Hintertüre betreten bzw. verlassen durfte. Seine Cousine aus dem früheren Leben, Katharina, bestätigte dies. Sie bestätigte auch eine kleine Marotte von James, die Bruce auch von sich berichtete. Er aß mit Vorliebe die Endstücke vom Brotlaib. Wie schätzen Sie den wissenschaftlichen Wert von Rückführungshypnosen im Vergleich zu Spontanerinnerungen bei Kindern ein? Es gibt gar keine Forschung über Rückführungen. Meine zwei Bände über dieses Thema fasse ich auf als eine Grundlage für eine solche Forschung in der Zukunft. Und ich will es klar sagen, Kinderfälle sind eindeutig die überzeugenderen Hinweise und erst an zweiter Stelle kommen die Rückführungen. Ich will noch ergänzen, es gibt Hinweise oder wenige, meist schwächere Reinkarnationsfälle aus 7 weiteren Erfahrungsfeldern. Das sind also die Nahtoderfahrungen, dann die Verstorbene, die sich über Medien melden, dann Träume, Flashbacks, Erscheinungen, Déjà-vus und instrumentelle Transkommunikation. Aber es gibt einen sehr starken Fall basierend auf Träumen und Flashbacks. Es ist in dem Buch Seelenvermächtnis von Witscher Rickenbaum dargestellte. Das finden Sie bei mir in Band 3. Haben Sie sich selbst eigentlich schon mal einer Rückführungshypnose unterzogen? Und wenn ja, möchten Sie vielleicht auch davon berichten? Mein Lehrer Jan-Erik Sigdell, bei dem ich gelernt habe, selbst Rückführungen zu machen, hat versucht, mich zurückzuführen. Anstatt auf mich selbst mich zu konzentrieren, habe ich aufgepasst, wie er vorgeht. Außerdem wollte ich möglichst schnell sein und habe mich daher verkrampft. Es hat bei 2 Versuchen nicht geklappt. Reinkarnationstherapeuten sagen unisono, dass es bei 10% der Klienten nicht funktioniert. Ich bedauere den Misserfolg nicht, weil ich zum bedingungslosen Reinkarnationsgläubigen geworden wäre, hätte das Erfolg gehabt. So geht es jenen, die eine gute Rückführung erlebt haben. Ich aber wollte eher ein neutraler Beobachter sein. Aber noch eine Bemerkung, bitte keine Anfragen an mich nach einer Rückführung. Ich habe Rückführungen nur zu Forschungszwecken gemacht und biete dies also nicht öffentlich an. Die nächste Frage mag ein bisschen komisch klingen, ist aber durchaus ernst gemeint. Gibt es in der Reinkarnationsforschung Fälle dafür, dass auch Tiere reinkarnieren? Und sieht man das vielleicht an einem speziellen Aussehen des Tieres, vielleicht sogar am Verhalten? Und darüber hinaus würde mich noch interessieren, ob es Fälle dafür gibt, dass Menschen sich an ein Vorleben als Tier interessieren oder vielleicht sogar als Wesen auf einem ganz anderen Planeten. Weil hierzu kaum Nachprüfungen möglich sind, habe ich das Thema Tiere überhaupt nicht bearbeitet, sondern nur aufgehoben, was mir zufällig begegnet ist. Wenn Sie also möchten, lese ich einen Bericht vor, der die Vermutung zu bestätigen scheint, dass zumindest Haustiere reinkarnieren können. Also ich lese jetzt vor, die Wiedergeburt eines Hundes, beschrieben von einem Herrn Dr. June Alexander in dem Buch von Fenwick Last Past Lives. Dort steht zu lesen, einer meiner Hunde, ein Springer Spaniel namens Ruff, der im März 1988 mit 16 Jahren starb, reiste immer im Auto mit mir mit, schlief an meinem Bett und war mir immer nahe. In der Stunde seines Todes wurden Tuff und Rufus geboren, ein brauner und ein weißer Spaniel aus einem Wurf von 9 ansonsten schwarz-weißen Geschwistern von schwarz-weißen Eltern. Tuff lebte ab der 14. Woche mit mir. Ich nahm ihn im Auto zu einer Seniorenresidenz mit, die der verstorbene Ruff sein ganzes Leben lang wöchentlich besucht hatte. Dort begrüßte Ruff gewöhnlich die alten Damen, um dann die Treppe zum Zimmer der Oberschwester hinaufzulaufen, wo ich Tee und Ruff einen Schokoladenkeks bekamen. Zu meiner Verblüffung beobachtete ich nun bei meinem ersten Besuch des Heimes mit Tuff, wie dieser hier noch fremde Welpe die Heimbewohner begrüßt, dann die Treppe hinauf hochklettert, den Gang zum Schwesternzimmer entlangläuft und mit den Pfoten den Schrank berührt, in dem die Schokoladenkekse aufbewahrt werden. 2 Wochen später ging ich mit Tuff meine Mutter besuchen, die in einem Block mit 72 Wohnungen in Blundell Sands nahe Liverpool lebt.
Das Hundejunge sprang aus dem Wagen und rannte zum richtigen Gebäudeteil, rauf in den ersten Stock und in die richtige Wohnung. Mehr noch, Ruff, also der verstorbene Hund, pflegte zu Lebzeiten sich einen Spiegel in der Wohnung zu suchen, der weit zum Boden herunterreichte, so dass er sich davor setzen und sich anlachen konnte. Als ich nun in die Wohnung ging, saß das neue Hundekind zu meiner Überraschung mit nach oben gerollten Lippen vor dem Spiegel und lachte sich an. Ich habe keine Erklärung dafür. Als der Spaniel später älter wurde, machte er den Eindruck, die scheinbaren Erinnerungen zu vergessen, gerade so, wie man es von den menschlichen Kindern mit Reinkarnationserinnerungen kennt. Nun noch ein Beispiel, nochmal die Wiedergeburt eines Hundes. Herr und Frau Williams waren über den Verlust ihrer geliebten Hündin Kathy verzweifelt. Die Hündin Kathy hatte die ungewöhnliche Angewohnheit, einen Hundekeks zwischen den Sofakissen zu verstecken. Wenn Frau Williams den Keks dann ausgrub und ihr anbot, drehte Kathy den Kopf zur Seite, als würde sie es nicht sehen. Wenn Frau Williams den Keks beim Saubermachen aus den Kissen holte und wegwarf, ersetzte Kathy ihn sofort durch einen neuen. Die Hündin Kathy hatte über Vermittlung durch die Tierkommunikatorin Anita Kudris ihren Herrchen versprochen, in einem neuen, gesunden Körper zu reinkarnieren. Sie sagte, sie würde als Rettungshund im Tierheim wiederkommen. Herr und Frau Williams riefen Frau Kudris jedoch jede Woche an, um zu sehen, ob die Zeit schon gekommen sei. Schließlich sagte Kathy zu Frau Kudris, dass sie nun nach ihr suchen sollten. Am nächsten Tag rief Frau Williams die Tierkommunikatorin an und erzählte, sie hätten beide einen von mehreren Hunden als Kathy identifiziert und sie ohne weitere Zweifel mit nach Hause genommen. Sobald sie zu Hause angekommen waren, hatten sie der neuen Hündin einen Hundekeks angeboten. Sie hatte ihn angenommen, war damit ins Wohnzimmer gerannt und hatte ihn zwischen den Kissen auf dem Sofa versteckt. Als Frau Williams den Keks herausholte und der Hündin anbot, drehte diese den Kopf weg. Frau Williams weinte Freudentränen. Kathy war wieder zu Hause. Nun noch etwas Ergänzendes. Für die Frage, ob Haustiere den Tod überleben können, gibt es Beispiele analog zu denen für Menschen, nämlich bei Erscheinungen oder medialen Berichten über ein weiteres Wiedersehen nach dem Tod und so weiter. Ich lese noch ein Beispiel aus medialen Mitteilungen vor. Es stammt von Estelle Stett. Die schriftmedial begabte Estelle Stett schrieb auf, was ihr Vater, der englische Journalist W.T. Stett, aus dem Jenseits diktierte, nachdem er mit der Titanic untergegangen war. Das ist nachzulesen in der Blauen Insel. Folgendes hatte sie aufgeschrieben. Dieses jenseitige Leben, in dem ich mich nun schon so lange befinde, ist in jeder Hinsicht dem irdischen sehr nah und dementsprechend ähnlich. Diese Welt ist voller Leben, aller uns bekannten Formen. Wir finden hier alle Tiere, Pflanzen und Mineralien wieder, die uns von Erden her in Erinnerung sind. Außerdem finden wir uns in Gesellschaft aller Tiere, die auf Erden unser Leben geteilt haben. Jene Tiere, die keinen irdischen Besitzer hatten, gehen nach ihrem Tode in einen eigens dafür vorhandenen Bereich. Das Medium Arthur Findlay bestätigt dies in Beweisen für ein Leben nach dem Tod, das Buch, das er geschrieben hat. Zum Thema Menschen und ein Vorleben als Tier berichtet Professor Stevenson 1987 über 30 Fälle unter 2000, in denen Kinder behauptet hatten, ein tierisches Zwischenleben gelebt zu haben. Da dies natürlich nicht nachprüfbar ist, interpretiert Stevenson dies als Kultureffekt. Ob sich menschliche Seelen aus tierischen entwickeln, bleibt eine Streitfrage. Von 6 voneinander unabhängigen Reinkarnationstherapeuten wird sie in ihren Veröffentlichungen bejaht und von 4 verneint. Leben auf anderen Planeten kommen in Rückführungen gelegentlich vor, da das aber selten und nicht nachprüfbar ist, habe ich das nicht weiter verfolgt. Welche Auswirkungen hat die intensive Beschäftigung mit der Reinkarnationstheorie auf Ihr Weltbild gehabt? Was ist denn der Sinn von Reinkarnation? Was sagt das Ganze über die Natur unserer Realität und den Sinn des Lebens aus?
Mein Weltbild hat sich total verändert. Ich bin nicht mehr davon überzeugt, dass nach dem Tod alles vorbei ist. Ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass man oder man kann auch sagen, unser Bewusstsein nach dem Tod bestehen bleibt und dass ich oder man nach unterschiedlich langer Zeit wiederkommen wird. Und das hat Folgen. Es hat bei mir zu einer gewissen Gelassenheit geführt. Ich hege keine Torschusspanik, nach der ich noch alles aus dem Leben herausholen musste, bevor alles zu spät ist. Unser Bild vom Menschen, das auf Vererbung und Umwelteinflüssen als den bestimmenden Faktoren beruht, ist nicht falsch, aber unvollständig. Es muss ergänzt werden durch zwei Einflussfaktoren: die im Unterbewusstsein gespeicherten Erfahrungen aus früheren Leben und dem Wissen und der Zielsetzung bzw. Lebensplanung, die wir bei der Wiedergeburt aus dem Jenseits mitbringen. Ich spreche hier von einem ganzheitlich erweiterten Menschenbild. Die wichtigsten Auswirkungen der noch unberücksichtigten Einflussfaktoren, die Aufgaben, die sich daraus ergeben und die erhofften oder erwarteten Ergebnisse der Arbeit, liste ich auf meiner Homepage. Sie finden den Link gleich auf der ersten Seite. Zweitens etwas zum Sinn des Lebens. Ich empfinde auch keine Sinnkrise mehr, die besagt, dass ein Leben, das nach 70 oder 80 Jahren im Nichts endet und nach weiteren Jahrzehnten völlig in Vergessenheit gerät, sinnlos sei. Nach dem Tod geht es wahrscheinlich weiter. Das Thema hat mich geradezu in Besitz genommen. Mein starkes Interesse dazu hat dazu geführt, dass ich die Vorstellung akzeptiert habe, dass man mit einer Lebensaufgabe geboren wird und dass die Reinkarnationsforschung eine meiner Aufgaben ist. Ich akzeptiere auch den Gedanken, dass es im Diesseits und im Jenseits um eine Weiterentwicklung der Seele geht, die im Wesentlichen auf die Erweiterung der Liebesfähigkeit oder Herzensbildung abzielt. Das heißt aber nicht, dass diese Weiterentwicklung regelmäßig stattfindet. Sie kann auch ausbleiben und man dreht Nullrunden. Personen an den politisch extremen Rändern scheinen mir dafür Beispiele abzugeben. Das kann ich allerdings nicht beweisen. Nun zum Schluss noch was zum Sinn der Reinkarnation. Ich lehne den Gedanken nach mir die Sündflut ab, weil es nicht nur unethisch ist, sondern sogar gegen die eigenen Interessen läuft, wenn man wiederkommt. Denken Sie an den Umweltschutz. Es gibt Dinge, die man nur auf der Erde lernen kann. Macht und Reichtum sind Ziele, die es nur auf der Erde geben kann. Nur hier kann man lernen, wie diese Begierden auf Mitmenschen wirken und wegen ihrer negativen Wirkung überwunden werden können und sollen. Da der Lernerfolg kaum in einem einzigen irdischen Leben erzielt werden kann, ergibt sich zwangsläufig die Notwendigkeit zur Reinkarnation. Dass dabei Karma-Gesetze als Lernhilfe greifen, wird vielfach behauptet. Ich habe dazu jedoch keine Forschungsergebnisse gefunden. Am intensivsten hat sich der deutsche Reinkarnationstherapeut Trutz Hadow mit dieser Thematik beschäftigt. Er hält Krankheiten und Unfälle nicht für zufälliges Schicksal, sondern für karmisch bedingt und schätzt, dass für 90% aller Krankheitsfälle die Verursachung in früheren Leben liegt. Der Urgrund aller Krankheiten liegt seiner Meinung nach in lieblosem Handeln, während eines oder mehrere Täter leben, wofür wir selbst verantwortlich sind. In einem Buch beschreibt er anhand von 31 Fallbeispielen 23 unterschiedliche Arten von Karma, denen er bei seinen Rückführungen begegnet ist. Zu Rückführungen habe ich in den Bänden 2a und b ausführlich berichtet. Reinkarnation bedeutet ja, dass man wieder in einen fleischlichen Körper kommt. Wie hat man sich denn ein Sein ohne Körper vorzustellen? Da Jenseitiges nicht wie Materielles auf der Erde nachprüfbar ist, sind Aussagen dazu sehr fraglich. Ich habe Bestätigung gesucht, indem ich nach gleichen Aussagen in verschiedenen Quellen und Erfahrungsfeldern geschaut habe. Gefunden habe ich immerhin 17 Aussagen über ein materielloses Leben in einem Jenseits nach dem Tod in mehrfachen Quellen aus 4 Erfahrungsfeldern. Die Erfahrungsfelder sind die Kindererinnerungen, Rückführungen, Nahtoderfahrungen und die Medien. Ich denke, diese vierfache Bestätigung führt dazu, dass diese 17 Aussagen eine erhöhte Glaubwürdigkeit genießen. Ich habe die 17 in wenigen Sätzen zusammengefasst und lese das vor. Kurz nach dem Tod ist man wieder gesund und schmerzfrei, erholt sich und beobachtet das Geschehen auf der Erde. Man begegnet einem weisen Mann,
Jesus, Engeln oder allgemein einem Geistwesen, von dem man geführt wird. In der geistigen Welt fühlt man sich wieder zu Hause, in Räumen und schönen Landschaften, hat kein Zeitempfinden und fühlt sich eins mit allen anderen Wesen. Mittels Gedankenkraft kann man sich leicht fortbewegen und verständigt sich ohne Worte, telepathisch mit anderen Wesen. Man lebt in Gruppen, deren Mitglieder sich in etwa gleich entwickelt und dieselben Ziele haben. Ebenso wie im Diesseits hat man auch im Jenseits Aufgaben zu erfüllen, lernt und entwickelt sich weiter. Es gibt eine hierarchische Ordnung hinsichtlich geistiger Bewusstheit. Noch im Jenseits kann man die zukünftige Mutter auswählen, bei der man als Baby wieder auf die Welt kommen will. Was ist Ihre Einschätzung zu dem Phänomen, dass beispielsweise ein Jenseitsmedium Kontakt zu einer verstorbenen Person aufnimmt, obwohl diese Person bereits einen neuen Körper besitzen müsste? Dies erscheint wie ein Stolperstein für die Reinkarnationshypothese. Er lässt sich aber überwinden, wenn man Teilseelen akzeptiert. Damit ist gemeint, dass nicht die gesamte Seele reinkarniert, sondern nur der größte Teil. Ein kleinerer Teil bleibt immer im Jenseits und erlaubt so die mediale Kommunikation mit Wiederreinkarnierten. Diese Vorstellung habe ich in der Literatur über Rückführungen, über Nahtoderfahrungen, über mediale Durchgaben und Träume gefunden. Ich sehe nicht, was gegen dieses Konzept spricht. Haben Kinder, die sich an frühere Leben erinnern, auch andere Fähigkeiten, wie beispielsweise Präkognition oder luzide Träume, außerkörperliche Erfahrungen, etwas in die Richtung? Wissen Sie, ob in diese Richtung geforscht wird? Es gibt keine explizierte Forschung dazu. Besondere außersinnliche Wahrnehmung der Kinder wird aber nicht berichtet. Wenn dem so wäre, läge es nahe, nicht Reinkarnation, sondern außersinnliche Wahrnehmung als bevorzugte Erklärung anzunehmen. Gehen wir davon aus, dass jeder Mensch reinkarniert. Was kann man denn in seinem jetzigen für das nächste Leben tun? Das ist die Frage nach dem Karma. Ob es das Karma-Gesetz tatsächlich gibt, ist nicht eindeutig klar. Angenommen, es gilt und wirkt, dann sollte man nach der Maxime handeln: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Oder allgemein gesagt, ein ethisch anspruchsvolles Leben führen, um ein gutes nächstes Leben genießen zu können. Das gilt natürlich nur, wenn es nicht frühere Täterleben gibt, in denen gegen das Prinzip der Nächstenliebe grob verstoßen wurde und dies noch nicht in Opferleben ausgeglichen wurde. Unethisches Handeln wird vermutlich nach dem Tod zu einer schmerzlichen Selbstbeurteilung im Jenseits führen. Diese Aussage wird gestützt durch Rückführungen, durch Nahtoderfahrungen und mediale Kommunikation. Herr Hassler, herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Es war sehr spannend, die wissenschaftlichen Aspekte von Reinkarnationsforschung erläutert zu bekommen. Natürlich waren die Fallbeispiele auch sehr spannend. Ich hoffe auch, euch Zuschauern hat es gut gefallen und ihr konntet da was mitnehmen. Schaut gerne auf der Webseite von Herrn Hassler vorbei, www.reinkarnation.de. Dort könnt ihr auch seine Fachbücher zu dem Thema finden und schaut natürlich auch gerne bei matrixwissen.de vorbei.